seit Jahrzehnten aufgetürmten Staats-, Unternehmens- und Privatschulden haben Dimensionen erreicht, welche niemals mehr regulär zurückbezahlt werden können. Der Grad der Verschuldung ist wohl einzigartig in der Finanzgeschichte. Die aktuelle Wirtschaftskrise, ganz speziell in Verbindung mit der dabei wie zufällig verlaufenden C-Pandemie, wird innerhalb der nächsten 2 Jahre zu Firmenpleiten und Massenentlastungen in noch kaum vorstellenden Dimensionen führen. Dabei werden gewaltige Bank- und Länderpleiten vorprogrammiert. Letztlich wird dies auch zu einem Reset des derzeitigen Wirtschaftssystems führen. Deshalb sprechen wir in den Midas-Ausgaben auch von finalen Entwicklungen. Ganz offensichtlich wird dabei auch noch die Einführung, wie auch schon von etlichen Spitzenpolitikern angekündigten, neuen Weltordnung, a New World Order, angestrebt. Diese ist mit Vermögensverschiebungen, also Enteignungen und ganz offensichtlich auch einer Bevölkerungsreduktion verbunden. Die aktuelle Weltwirtschaftskrise führt unweigerlich in eine gigantische Pleitewelle und somit in eine Deflation ungeheuren Ausmaßes. Sie könnte lediglich durch eine Hyperinflation, vorzeitig einsetzende Hyperinflation, vermieden werden. Die meisten Experten gehen derzeit aber unweigerlich von einem bevorstehenden Hyperinflationsszenario aus. Wir erwarten zuvor jedoch noch arge Deflationsverwerfungen. Trotzdem halten wir fest, dass der wahrscheinlich einzige Rettungsanker für diese Krise lediglich in Form von Besitz von anonymen Edelmetallen, Gold und Silber erfolgen kann. Jedoch gehen wir keinesfalls davon aus, dass diese Edelmetalle ab sofort nur noch permanent ansteigen werden. Midas-Abonnenten werden über das richtige Timing laufend informiert. Da wir uns schon seit etlichen Jahren auf diese finale Krise und dem wahrscheinlichen Ablauf vorbereitet haben, war es uns ziemlich einsam in der Branche, schon im Jahr 2019 den Beginn dieser Krise ab Anfang 2020 anzukündigen. Und dabei natürlich auch darauf hinzuweisen, dass die größten Gefahren vorerst einmal bis Mitte 2022 bestehen. Sehen Sie sich dazu bitte an die Finanzblasen und deren Platzen in den letzten 5 Jahrzehnten. Fast in jedem Jahrzehnt hat sich eine Finanzblase gebildet. In den Jahren 1970 bis 1980, es war ein Inflationsjahrzehnt, haben wir eine extreme Finanzblase am Edelmetallsektor erlebt. In dieser Zeitspanne in diesen 10 Jahren, hat sich der Goldpreis von $35 auf $850 entwickelt. Also ein sensationeller Anstieg, weit über eine Verzwanzigfachung. Der Silberpreis hat sich nahezu vervierzigfacht, von $1,28 auf $50. Dabei ist bezeichnend gewesen, dass die Extremanstiege immer in den letzten Jahren vom Jahr 8 bis zum Jahr 0 erfolgt sind. Also, wenn Sie sich beim Silber anschauen, der Silberpreis stieg von 1971 von 1,28 bis Oktober 78 auf $5,70. Um aber dann im Jahr 78 von $5 vom Oktober 78 bis Jänner 1980 von $5,70 auf $50, also um 766% zu explodieren.
Bezeichnend war aber dann, dass ziemlich pünktlich zur Jahrzehntwende ab Mitte Jänner 1980 eine Extrembess eingesetzt hat. Und diese Extrembess hat 2,5 Jahre angehalten, also von Jänner 1980 bis Juni 1982. In diesen 2,5 Jahren ist der Silberpreis von 50 Dollar wieder auf 4,78 Dollar zurückgekommen, also beim Platzen dieser Finanzblase. Und der Goldpreis von 850 auf unter 300, also Gold um 65% eingebrochen in 2,5 Jahren und Silber um über 90% eingebrochen. Weiters beachten Sie bitte noch, dass oft typisch ist, dass diese Finanzblasen genau zur Jahrzehntwende platzen, dann es meistens noch nach 2,5 Jahren Extrembess zu einer Teilerholung gekommen ist, aber im Jahr 5 des neuen Jahrzehnts, also zur Mitte des neuen Jahrzehnts, die Kurstiefs wie nochmals getestet wurden. Also der Silberpreis und der Goldpreis sind dann wieder zurückgekommen auf etwa nicht ganz auf das Niveau vom Juni 1982. Im nächsten Jahrzehnt, den 80er Jahren, war so dann am Nikkei, am japanischen Aktienmarkt, eine Extremhoss im Gang. Also der japanische Nikkei-Index hat eine Blase gebildet und ist in diesem Jahrzehnt von 6.850 bis auf 39.000 explodiert. Wiederum war bezeichnend, dass ab Anfang Jänner 1990, also ziemlich pünktlich, genau ab 2. Jänner 1990 ist die Blase geplatzt und der Nikkei-Index ist daraufhin in den nächsten gut 2,5 Jahren von 39.000 auf 14.300 gestürzt, um 63%. Ebenfalls typisch war danach eine Teilerholung. Und im Juli des Jahres 5, also im Juli 95, wurde dieses Tief vom August 92 nochmals getestet. Also ebenfalls typisch, dass in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts, nach der Jahrzehntblasenbildung, hat sich diese Blase wieder aufgelöst. Das ist eigentlich immer typisch bei diesen Platzen. Dieser Blase. In den 90er Jahren hat sich wiederum eine Blase an internationalen Aktienmärkten ausgebildet. Also zwischen 1990 und Jänner 2000 ist der Dow Jones Industrial von 2.300 auf 10.750 hochgeschossen. Wiederum war im Jahr 8 ein Knick feststellbar, also im Jahr 1998. Und sodann ist vom Oktober 1998 bis Jänner 2000 noch ein exzessiver Anstieg erfolgt. Also, es fällt auf, dass auch diese Blase Anfang des Jahres 2000 geplatzt ist. Beim Dow Jones war dies schon im Jänner der Fall. Die anderen Indizes sind meist im März geplatzt. Ab März des Jahres 2000 geplatzt. Und wie gesagt, der erste schwere Kurssturz hat angehalten 2,5 Jahre gut, also bis Oktober oder Mitte 2002. So, wir können uns also darauf einstellen, dass das Platzen der Blasen unterschiedliche Kursstürze ausgelöst hat. Der Dow Jones ist dabei in diesen 2,5 Jahren lediglich um 33% gefallen, aber die Nasdaq um 83%, der DAX um 73% und den Vogel abgeschossen hat der neue Markt. Zurzeit heißt der Technical All Shares Index, der um 95,9%, also um 96% gefallen ist. Und zwar hat der Kurssturz bewirkt,
einen Einbruch von 8.546 auf 349. Diesmal waren kleine Abänderungen feststellbar. Erstens, die Blase ist nicht im Jahr 2010 geplatzt, sondern erst im Jahr 2011. Bezeichnend dabei war, dass der vorangegangene 10 Jahre andauernde Kursexzess auch erst im April 2001 eingesetzt hat. Dabei ist der Goldpreis von 255 in diesen 10 Jahren auf 1920 Dollar explodiert. Wiederum waren im Jahr 8, also im Jahr 2008, erhebliche Kurseinbrüche typisch und danach ist der Anstieg noch etwas steiler erfolgt. Beim Silber hat sich das dahingehend ausgewirkt, dass der Silberpreis von November 2001 von rund 4.000 auf knapp 50 Dollar gestiegen ist, also über 1.100%. Die Kurseinbrüche im Jahre 8 waren etwas stärker als beim Gold. Das Silber ist von 20,90 auf 8,88 gefallen. Aber von Oktober 2008 bis April 2011 von 8,80 Dollar auf nur knapp 50 Dollar explodiert. Das Platzen dieser Blase ist auch etwas anders erfolgt. Es ist zwar zuerst einmal 2,5 Jahre ein extremer Kursrückschlag gewesen. Nach einer kleinen Teilerholung wurde das Tief aber diesmal erst im Jahr 5 erreicht. Also im Dezember 2015 war dann faktisch die Kurskorrektur, wenn man dazu noch Kurskorrektur sagen kann, beendet. Also die Finanzblase ist danach innerhalb von 5 Jahren wieder entschärft worden. Dieses Muster, Platzen zur Jahrzehntwende, ist eigentlich schon sehr alt. Wir haben dies erstmals festgestellt, dass schon die South Sea Bubble nach diesem Muster geplatzt ist. Und zwar im Jahr 1719 noch exorbitante Kursanstiege der South Sea Company von 110 auf knapp 1000. Und danach ab Mitte 1720 bis Mitte 1722 der totale Kurseinbruch von nahezu 1000 auf 70 etwa. Das heißt also, dieses Muster ist eigentlich schon alt bewährt. Auch die größte Finanzkrise des 20. Jahrhunderts, das war die Entwicklung nach dem Oktobercrash 1929 bis Mitte 1932, ist weitgehend nach diesem Muster erfolgt. Also Trendwende zur Jahrzehntwende, wobei diesmal typisch war, dass schon im Oktober der Crash 1929 der Crash erfolgt ist, dass es dann nach einer Teilerholung, und zwar ist der Dow Jones damals von 386 auf 195 gefallen und hat sich dann etwa um die Hälfte erholt bis auf 297 bis April 30. Und dann ist er bis Mitte 32, bis Juli 1932, also wiederum erstes Viertel des neuen Jahrzehnts, der Dow Jones stürzt insgesamt von 390 auf 40,56, um insgesamt 89%. Er hat in der Folge danach bis zum Jahr 1992 benötigt, um diese Kursverluste wieder aufzuholen. Das heißt, das war der größte
deflationäre Finanzcrash, den wir im 20. Jahrhundert erlebt haben. Nicht nur der Dow Jones ist dabei so stark gefallen, auch die Rohstoffpreise sind gefallen, auch Silber ist gefallen, alle anderen Öl und Kupfer, alles ist gefallen. Gold konnte nicht fallen, weil Gold Standard war. Also der Goldpreis war eingefroren. Wäre kein Goldstandard gewesen, hätte das natürlich auch den Goldpreis vorläufig einmal in die Verlustzone gebracht. Feststehen tut aber eines, bei dieser Finanzkrise haben letztlich doch die Edelmetall-Investments dafür gesorgt, dass Kapitalanleger, die sich in Edelmetalle geflüchtet haben, danach doch besser ausgestiegen sind als die meisten anderen Investoren. Wir sind der Meinung, dass dieses Platzen der Finanzblasen 2,5 Jahre, jeweils zu Jahrzehntbeginn, nicht zufällig ist, sondern ein Steuerungsmuster darstellen. Wir sind auch der Meinung, dass die Finanzmärkte sehr viel mehr gesteuert werden, als dies allgemein angenommen wird. Es ist ja auch klar, der Großteil der Privatanleger sind eigentlich wirtschaftlich nicht in der Lage, Prognosen Einschätzungen vorzunehmen, aber auch von Charttechnik und Chartanalyse verstehen sie zu wenig, um da richtige Prognosen machen zu können. Im Grunde genommen, brutal ausgedrückt, ist die breite Masse der Privatanleger hauptsächlich durch Gier und Panik gesteuert. Das heißt, solange steigt, wird gekauft, unabhängig davon, ob diese Anstiege gerechtfertigt sind oder nicht. Und wenn die Panik ist, wird panisch verkauft, die Kurse werden bodenlos sinken. Das heißt also, wie gesagt, nochmal, Privatanleger sind überwiegend nur von Gier und Panik getrieben an den Kapitalmärkten. Und die Hochfinanzkreise sind unsere Gegenspieler. Was der eine verliert, gewinnt der andere. Und das sehen wir auch bei den Commitments of Traders, also in den Net Trader Positions. Meistens sind die Commercials auf der einen Seite und die privaten Groß- und Kleinanleger auf der anderen Seite. Und meistens gewinnen die Commercials und die Privatanleger werden abkassiert. So, und jetzt ist es so gewesen, bei diesen Finanzblasen, 2,5 Jahre Extrembest, da haben wir ein Muster festgestellt, das genau nach demselben Ritual abgespielt wurde als eine andere Extrembest, 2,5-jährige Extrembest. Also wenn man diese Charts übereinander legt, mit 10, 20 Jahren Zeitverschiebung, stellt man manchmal fest, dass es genau nach demselben Muster auf und abwärts geht. Und deshalb haben wir uns auch darauf spezialisiert, bei Extrembässen immer nach Muster zu suchen, wie die schon einmal gewesen sind. So ist es uns gelungen, den größten Kurssturz, der heuer stattgefunden hat, rechtzeitig zu avisieren. Sehen Sie sich dazu bitte einmal den Chart vom neuen Markt 2000 an. Da war ein erster Kurssturz zwischen 10. März und 16. März um 15%. Und dann, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn eine Extremhoss im Gang ist und es kommt zu einer Trendwende, dann wird niemals der erste Kurssturz tatsächlich den großen Crash auslösen, sondern die Leute sind dahingehend verdummt worden, dass die Hosse ja ewig weitergehen wird. Sodass also nicht der erste Kurssturz faktisch entscheidend ist, sondern ein darauffolgender. Und in dem Fall war es so, bei der neuen Markt, da ist zuerst einmal der neue Markt um 15% eingebrochen bis 16. März 2000. Um dann in den nächsten 4 Tagen
zwischen 16. und 20. März um 10,7% zu steigen. Das heißt, die Leute, die beim ersten Kurseinbruch à la Bèche spekuliert haben und sich Puts gekauft haben, in der berechtigten Hoffnung, dass jetzt der Kurssturz weitergeht, sind in 4 Tagen einmal wahrscheinlich zu 70, 80, 90% mussten die Kursverluste hinnehmen. Das heißt, es ist ein panikartiger Verfall, Verkaufswelle von diesen Put-Optionen erfolgt. Und erst als die Leute wieder massiv auf der Long-Seite agiert haben, ist die richtige Abwärtswelle gekommen, und zwar zwischen 20. März und 5. April binnen 16 Tagen um 32%. Das haben wir erkannt, das war faktisch der größte Kurssturz bei der neuen Markt Extrembest zwischen 2000 und 2002. Und die hat sich angekündigt durch einen 10%igen Kurssturz und in 4 Tagen 10% Teilerholung. Und danach ist der richtige Kurssturz erst gekommen. So. Und jetzt schauen Sie sich den nächsten Chart an. Im Jahr 2020 hat der Dow Jones am 12. Februar mit 29.568 seinen Höchststand verzeichnet. In einer ersten Abwärtswelle ist es zu einem Kursrückschlag um 16,5% bis zum 28. Februar gekommen. Danach war wiederum 4 Tage kräftige Teilerholung um knapp 10%, also bis zum 4. März bezeichnend. Und danach ist es so dann in der zweiten Welle, typisch immer die zweite Welle, zu einem Kurssturz von 27.100 auf 18.200 gekommen. Das heißt also, in 19 Tagen wurden 32% Kurssturz verzeichnet. Das war bislang der stärkste Kurseinbruch in dieser Extrembest. Im Jahr, wie gesagt, 2000 war es am neuen Markt auch etwa 32% in 16 Tagen. Aufgrund gewisser Konstellationen, charttechnischer Indikatoren haben wir den Eindruck gewonnen, Ende Februar, Anfang März, dass wiederum genau nach diesem Muster vom neuen Markt 2000 jetzt die zweite kräftige Abwärtswelle bevorstehen könnte. Wir haben deshalb wenige Tage vor diesem Kurseinbruch, nämlich 32,8% in 19 Tagen darauf hingewiesen, dass die nächsten 16 Tage die extremen Kursstürze bevorstehen könnten. Diese Prognose war ziemlich eindeutig und einzigartig in der Branche. Also mit ganz besonderem Stolz können wir darauf verweisen, dass wir den allergrößten Kurssturz in der bisherigen Extrembest vorhergesagt haben. Und zwar einzigartig. Crash-Prognosen zählen zu den schwierigsten Prognosen überhaupt. Dies ist schon darauf zurückzuführen, dass es in 100 Jahren nur zweimal einen derartigen Oktobercrash gegeben hat, zwar 1929 und 1987. Also in 100 Jahren, das sind 5200 Wochen, ist es an 2 Wochenenden zu einem derartigen Crash gekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Crash zu erraten, ist 2 zu 5200. Trotzdem, wir haben Folgendes festgestellt. Vor Crash sind immer ganz bestimmte typische Ereignisse, die außergewöhnlich sind.
Also, in Crash-Jahren kommt es zu einer ungewöhnlichen Sommerrallye. Das heißt, während der Sommermonate steigen die Aktien überproportional. Normal gilt die Regel Sell in May, go away. Denn von Mai bis Oktober entwickeln sich die Aktienmärkte meist flau. Das sind die Sommermonate, die Leute sind in den Ferien, die Kurse bröckeln ab, sind kaum größere Umsätze in den Sommermonaten feststellbar. Nicht so in den Jahren mit einem Oktobercrash. Da gibt es Verunsicherungen vorher im Frühjahr, wird der Crash an die Wand gemalt, wird große Crashangst geschürt, aber dann über die Sommermonate kommt es zu kräftigen Anstiegen. Just in der Zeit, wo normal gar nichts los sein dürfte an den Börsen. Das heißt also, und genau vor der Rückkehr der breiten Anlegerschaft, und die kehren meist zurück, Ende August, Anfang September, sind dann immer die Höchststände feststellbar gewesen. Das heißt, die Regel normal, sell in May, go away, Höchststände im Mai, Schwächen bis Oktober gelten in Crashjahr nicht. Da sind die Kurshöchststände immer gewesen. Entweder in der letzten Augustwoche oder in der ersten Septemberwoche. Also dann, wenn die Anlegerschaft zurückgekommen ist, erkennen musste, dass die Angst und die Befürchtung, dass ein Crash kommt, unbegründet war. Über die Sommermonate ist ja alles wieder nochmal gestiegen, ganz kräftig. Rekordhöchststände, Ende August, Anfang September. Und genau das Muster war 1929 und 1987 ebenso typisch. Das heißt, 1987 war der Höchstkurs Ende August. Dow Jones verzeichnete mit 2747 am 25. August sein All-Time-High. Und dann stellen Sie sich ja folgendes Ritual ein. Vor dem Crash, da gibt es einen ersten Durchsacker, eine Teilerholung, noch ein Test und ein drittes Hoch. Das heißt also, auch dieser Crash kommt nicht vom Höchststand aus zustande, weil um diese Zeit, wo der Höchststand ist, sind die Leute ja dahingehend informiert oder desinformiert, dass jetzt ein großartiger Anstieg bevorsteht, den die Kurse nur noch himmelwärts streben können. Dass der erste Kursrückschlag von breiten Anlegerkreisen genutzt wird, um wieder einzusteigen, um einzusteigen. Und dann kommt es zum klassischen Dreifachtest. Das heißt also, nach dem Kurshöchststand Ende August, Anfang September, sehen Sie einen Zickzackkurs, ein Test, zwei untere. Eine Stützungslinie unten wird ausgebildet durch zwei Rückschläge. Das ist die Zone. Das sehen Sie hier im Crash-Chart 1987. Der erste Rücksetzer ging bis 2493, der zweite bis 2469. So, und nach dem dritten Anlauf setzt dann das Umdenken der breiten Anlegerkreise ein. Also, wenn ein Höchststand nach einem Kursrückschlag in zwei weiteren Anstürmen nicht mehr erreicht oder überboten wird, dann kann der Stimmungsumschwung einsetzen. Dann werden die Leute nachdenklich und sagen, es ist ja doch nicht mehr möglich, in neue Höhen vorzudrängen. Und auch diese Crash waren nach einem ganz bestimmten Muster angelegt. Schauen Sie mal hier. Am 25. August 1987 war der Höchststand und der dritte entscheidende Test, der dritte Anlauf, hat am 2. Oktober geendet bei 2662. Zwei Anläufe, es ist nicht mehr gelungen, das alte Hoch zu überbieten. Und sowohl 1987 als auch 1989 war das dritte Hoch immer am 38. Tag nach dem Höchststand. Welch ein Zufall, ja? So, das heißt also, und der Crash war dann nach dem dritten Hoch genau 14 Tage später am 52. Tag nach dem Höchststand. Also der Crash Freitag, 52. Tag nach dem Höchststand in beiden Fällen. Und das absolute
aktiv bei diesem Crash, war dann von Freitag bis Dienstag nach den Kursstürzen meist am Dienstag verzeichnet worden. Das ist der 56. Tag nach dem Höchststand. In beiden Fällen war es der 56. Tag nach dem Höchststand. Sowohl 1987 als auch 1929. Zufall? Nach den kräftigen Teilerholungen seit ungefähr 20. März, die meist angehalten haben bis zum 3. September dieses Jahres, dabei ist der DAX bis auf 13.460 hochgeschossen. Er hat am 3. September mit 13.460 sein Hoch nach einer klassischen Sommerrallye erreicht. Wir möchten daran erinnern, dass der 3. September 2020 genau derselbe Tag war wie der 3. September 1929. Der Dow Jones hat auch am 3. September 1929 sein All-Time-High gesehen. Und um diese Zeit, wir müssen zugeben, dass der Anstieg von März bis September auch unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen hat. Wir sind von einer Teilerholung ausgegangen, haben uns aber nicht vorstellen können, dass diese Teilerholung bis in diese Dimensionen erfolgen könnte. Zumal ja wirtschaftlich keinerlei gerechtfertigte Gründe dafür vorgelegen sind. Und das war blanke Hysterie, blanke Übertreibung, blankes, so wie im Jahr 2000 der neue Markt. Das haben sie also völlig unbedarfte Leute sich auf diese Spekulation eingelassen und die Kurse derartig hochgetrieben. Aber jetzt zurück zum 3. September 20. Wie gesagt, es war der Höchstkurs, wie der 3. September 1929 auch der Höchstkurs war. Und wie, wenn Sie sich erinnern können, haben wir gesagt, dreifacher Test nach dem Höchstkurs, wobei der dritte und letzte Test am 38. Tag war. Diesmal war es der 12. Oktober, der 39. Tag. So. Da genau zwei Tage später ist 1929 und 1987 am 52. Tag nach dem Höchststand die untere Stützungslinie und so dann auch die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen worden. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann werden Sie feststellen, dass am 26. Oktober, dem 52. Tag nach dem Hoch vom 3. September, dieser Durchbruch erfolgt ist. Und wenn Sie weitersehen, hat es danach in beiden Jahren 87 und 89 jeweils 4 Tage gedauert, bis am 56. Tag das absolute Kurstief gesehen wurde. Und der 56. Tag war diesmal exakt der 30. Oktober. Und tatsächlich hat der DAX damals mit 11.450 sein absolutes Tief verzeichnet. Man könnte also sagen, das altbewährte Crashmuster hat zum Teil auch diesmal gestimmt, obwohl es diesmal nicht den Big Crash mit über 30% innerhalb von 4 Tagen gegeben hat, sondern wir sind etwa 15% insgesamt gefallen seit dem Höchststand. Das ist das klassische Mini-Crash-Kurstief, das in abgewandelter Form auch 1989 bezeichnet war. Das heißt also, wir haben in einer Veröffentlichung im Oktober darauf hingewiesen, dass in den USA Crash-Prognosen ausgegeben wurden, wonach am 19. Oktober es zu einem Börsencrash kommen könnte. Wir haben dies angezweifelt und haben gesagt, gemäß unseren Berechnungen mit 3. September hoch, ist es wahrscheinlich am 52. Tag, am 26. Oktober, wahrscheinlich mit, falls es zu einem Crash kommt, damit zu rechnen. Aber wir haben das Crash-Szenario angezweifelt,
Zumindest das Crash-Szenario bezüglich eines massiven Crashs, also Freitag, Dienstag 30%. Weil wir davon ausgehen, dass diese Börsenkrise jetzt in großen Zusammenhang steht mit der Corona-Pandemie. Und nach dem 2,5 Jahre andauernden Muster ist es nicht typisch gewesen, wann immer so eine zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 2,5 nach, also Mitte des Jahres 2 im Jahrzehnt danach, hat es keine Crashs mehr gegeben. Da ist es überwiegend, wenn Sie sich den Chart vom neuen Markt anschauen, das ist ein laufender Kursverfall gewesen und nicht ein Crash innerhalb von 4 Tagen. Ja? Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass wir wohl crashartige Turbulenzen einsetzen könnten, dass es aber danach zu laufenden und kontinuierlichen Kurseinbrüchen kommen wird. Aktuell gehen wir aber davon aus, dass kurzfristig jetzt nach diesem Crash, sowohl beim Crash 29 als auch beim Crash 87, bei auch anderen Turbulenzen, wenn Kursturbulenzen waren zwischen Mitte Juli und Oktober, das war die Subprime-Krise, das war die Golfkrise, das war die Russland-Krise, also immer von Mitte Juli, Anfang August bis Ende Oktober, Turbulenzen. In jedem dieser Fälle ist es danach zu kräftigen Teilerholungen gekommen, zumindest zu einer Jahresendrallye. Das heißt also, wir schließen jetzt kurzfristige Teilerholungen an den Märkten bis Anfang Jänner 2021 nicht aus. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass es aufgrund der ungeklärten Verhältnisse bei den US-Wahlen noch zu kräftigen Beeinträchtigungen diesbezüglich an den Kapitalmärkten kommen könnte. Trump wird höchstwahrscheinlich diese Niederlage nicht anerkennen und er hat triftige Gründe, die in unseren Medien jedoch heruntergespielt werden, das anfechten zu können. Das heißt also, es kann in diesem Zusammenhang auch gewaltbereite Anhänger beider Parteien geben, die da gewalttätige Unruhen auslösen könnten. Und bei Prozessen und dergleichen, falls sich herausstellen sollte, dass doch da im Zusammenhang mit diesen Wahlen ein gewaltiger Schwindel war, könnte es natürlich zu vorzeitigen weiteren Turbulenzen kommen. Also das lassen wir jetzt vorläufig offen. Aber wie gesagt, wir haben wenige Tage vor diesem Crash, wir haben wenige Tage vor diesem Crash darauf hingewiesen, dass Crashgefahr besteht, dass wir aber nicht mit einem Big Crash rechnen. Tatsächlich hat sich dieses Crash-Muster in Form eines Mini-Crash tatsächlich beim DAX wieder bestätigt. Also 8.39. Tag nach dem Höchststand, das dritte entscheidende Hoch, am 52. Tag der Durchbruch und am 56. Tag genau das absolute Tief. Wie gesagt, wir glauben nicht an Zufallsentwicklungen an den Kapitalmärkten. Wir sehen ein ganzes groß angelegtes Steuerungsmuster mit dem Geldmengen- und Inflationszyklus, den wir ausgearbeitet haben und Ihnen hier zeigen. Also, es gibt einen ganz großen Inflationszyklus. Und dieser Inflationszyklus wird weitgehend gesteuert durch den Geldmengenzyklus. Die Geldmengenausweitungen führen in Folge zu inflationären Entwicklungen. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann sehen Sie, dass grün sehen Sie die M3-Geldmengenentwicklung, die 10-Jahres-Geldmengenentwicklung. Das heißt, bis 1920, innerhalb von 10 Jahren, ist die Geldmenge um 145% ausgeweitet worden. Darauf ist die Geldmengenentwicklung auf Null zurückgegangen bis Mitte der 30er Jahre. Danach haben wir eine Geldmengenentwicklung gesehen, die bis etwa knapp 1950 angehalten hat.
bei der die Geldmengen wieder in 10 Jahren um 200%, also die US-M3 um 200% angestiegen ist. Danach war genau 30 Jahre später, sehen Sie, also 1920, 1950, im Jahr 1980 war wiederum ein Geldmengenhoch, Anstieg in 10 Jahren um 200% bei der M3 typisch. Und genau 2010, wiederum 30 Jahre später etwa, haben wir mit 145% Geldmengenausweitung in 10 Jahren eine ähnlich exzessive Ausweitung gehabt wie im Jahr 1920. Das heißt, also Sie sehen hier ein Geldmengenhoch alle 30 Jahre und dementsprechend auch das Hoch bei den Inflationsraten. Und hier ist der Produzentenpreisindex All Commodities, also alle Rohstoffe. Und Sie sehen hier 1950, 10-Jahres-Anstieg der Rohstoffpreise im 125%, 1980, 10-Jahres-Anstieg um 160% und jetzt eigentlich so wie in den 20er Jahren nur noch 64% Anstieg, während die Geldmenge um 145% bis 2009, 2010 gestiegen ist. Sie sehen also Inflationshoch 1920, 50, 80, 2010. Dazwischen geht die Welt an den Rand der Deflation, starker Rückgang der Geldmengenzuwachsraten, starker Rückgang bei den Rohstoffpreisen. Und wie gesagt, wir haben jetzt im Grunde genommen wiederum die Geldmengenentwicklung ist kurz vor 2020 am niedrigsten gewesen, aber jetzt haben wir eine dramatische Geldmengenausweitung erlebt auf 78%. Das ist die 10-Jahresrate. Die 10-Jahresrate ist auf 78% gestiegen. Also, das ist noch lang nicht vergleichbar mit den 145 oder 200%, die wir da erlebt haben. Das heißt also, wir haben unten sehen Sie es dargestellt, alle 30 Jahre ein Inflationshoch, dann ein Jahrzehnt des Rückgangs, das nenne ich Desinflationsjahrzehnt, dann kommt unten das Übergangsjahrzehnt und das nächste Inflationsjahrzehnt. Und das ist seit 100 Jahren feststellbar. Im Grunde genommen könnten wir das auch unterteilen in 15 Jahre inflationäre Phase und 15 Jahre desinflationäre Phase. Auch das ist zutreffend. Und damit ist das Schicksal an den Börsen besiegelt mit dieser Geldmengenpolitik. Es ist schon im höchsten Grad erstaunlich, dass diese Geldmengenentwicklung, dass dieses Muster auch sehr stark mit politischen Verhältnissen korreliert. Also, sehen Sie sich das mal an. Zwischen 1920 und 1932 ist das Geldmengenwachstum von 145, das 10-Jahres-Geldmengenwachstum von 145 auf 0% geschrumpft. Ja? So, und genau zwischen 20 und 32, übrigens Höchststand der Inflation war 1920 nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann kam ein Wechsel in der US-Politik. Nach den Demokraten kam 1920, die den Höchststand der Inflation von 25% verantworten mussten, kamen die Republikaner ans Ruder. Hoover, Harding, Coolidge, 3 mal 4 Jahre republikanische Präsidenten. Und in Begleitung wurde die Inflation vom höchsten Stand des Jahrhunderts von 25% nach dem Ersten Weltkrieg, Konsumentenpreisindex 25% jener 1920, auf minus 11% binnen dieser 12 Jahre zurückgedrängt. Und genau in diesen 12 Jahren waren 3 mal 4 Jahre Republikaner, Hoover, Harding, Coolidge am Ruder.
Das heißt also, in Phasen der republikanischen Regentschaft ist die Geldwertstabilität angesagt. Da werden Inflationstendenzen abgewürgt und zurückgeführt. Genau dasselbe haben wir 20 Jahre später erlebt. 1980, Höchststand der Inflation nach den Vietnamkriegen, Nahostkriegen, Ölpreiskursexplosionen, war Höchststand 1980 bei der Inflation. 15%. Von 70 bis 80 hat sich der Goldpreis, wie gesagt, verzwanzigfacht, der Silberpreis vervierzigfacht. Und dann 1980, da waren nur Demokraten am Ruder, 1980 kam die große Wende mit Ronald Reagan. Und Ronald Reagan hat dann zweimal 4 Jahre regiert und danach von Bush Senior. Und zwischen 80 und 92, wo die Republikaner am Ruder waren, ist die Inflation von 15%, diesmal nicht in die Deflation, sondern auf null zurückgedrängt worden. Und wenn Sie sehen, 92 war dann das Geldmengenzuwachsraten, die 10-Jahres-Rate von 200% auf 42 zurückgegangen. Das heißt, da ist auch der Silberpreis massiv eingebrochen und die Inflation nahe Null zurückgeführt worden. Also wir stellen fest, dass diese ganz große Zyklik auch eine Korrelation mit faktisch den politischen Parteien, mit der Macht der politischen Parteien beziehungsweise der Parteizugehörigkeit zu erklären ist, der Präsidenten zu erklären ist. So, das heißt also, zusammenfassend kann man sagen, in der Ära, wenn die Republikaner am Ruder sind, sind desinflationäre Rückgänge typisch. Wenn die Demokraten kommen, sind inflationäre Entwicklungen typisch. Das heißt also, sollte jetzt tatsächlich Biden kommen, dann gewinnt das Szenario Deflation nicht, Inflation schon an Bedeutung. Aber das lassen wir noch offen. So, nur dass Sie diese Zusammenhänge sehen. Da glauben die Leute, sie gehen wählen. Dabei wählen sie eigentlich etwas, was lange schon eingeplant ist. So irgendwie. So, das heißt also, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass dieses Muster nach wie vor Gültigkeit hat. Und die Entscheidung ist jetzt, kommt es jetzt zu hyperinflationären Entwicklungen oder nimmt die Deflation nochmal überhand? Gehen wir davon aus, dass die Wirtschaftsentwicklung jetzt derart schwach ist und mit den Corona-Maßnahmen, den Lockdown, das Einsperren, wird es eine Pleitewelle geben? Werden die Banken pleite gehen? Wird es eine Arbeitslosigkeit geben? Das heißt, das ist alles deflationär. Das ist deflationär und aus diesem Grund erwarten wir, dass der Deflationsschock doch noch überhand gewinnen wird. Griechenlands Verschuldung beträgt pro Kopf 40.152 Dollar. Russland ist hingegen nur mit 8.155 Dollar pro Kopf verschuldet. Indien nur mit 1.334 und Spanien mit 23.395, Portugal mit 31.228. Großbritannien mit 37.271 und Österreich mit 34.388 Dollar pro Kopf. Die kommenden Monate werden weisen, ob uns Gefahren durch die Weltwirtschaftskrise in Form einer gewaltigen Deflationskrise bevorstehen.
oder ob das Ganze durch hyperinflationäre Geldmengenausweitungen abgewendet werden kann. Aber dies würde bedeuten, dass die Währungen der totalen Wertlosigkeit anheimfallen werden. Das heißt also, die Kapitalanleger sind nunmehr bedroht von extremen Gefahren, Totalverlustgefahren, die sich sehr viele jetzt noch nicht vorstellen können. Sie müssen sich einmal bewusst werden, die gewaltigen Staatsverschuldungen, die wir vorhin gesehen haben, die sind die Verschuldungen pro Staatsbürger. Lassen Sie sich den Begriff Staatsbürger auf den Lippen zergehen. Bürger heißt das. Das heißt, jeder bürgt für die Schulden des Staates, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Und deshalb ist eine große Geldwertvernichtung oder Enteignung absolut unvermeidbar. Wir haben uns nicht nur mit dem Platzen von Finanzblasen, Extrempässen und Crash intensiv auseinandergesetzt wie sonst niemand in der Branche und werden dabei noch einige Muster rechtzeitig erkennen. Das hoffen wir zumindest, bevor in der nächsten Zeit dieses Ungemach auf uns hereinbrechen wird. Wir haben auch Kapitalanlagestrategien entwickelt, die uns vor dem totalen Desaster wahrscheinlich retten können. Das heißt, wir haben uns seit Jahren vorbereitet auf die letzte große Extrempest, auf das, was jetzt bevorsteht. Und wir raten Ihnen, dass Sie sich mit den Themen Reset, New World Order ganz intensiv auseinandersetzen. Denn jetzt ist die Gefahr für Ihr Vermögen ge absolut gegeben. Das heißt, wer jetzt nicht aufpasst, kann alles, was er in den letzten Jahrzehnten an Vermögen aufgebaut hat, mit einem Schlag verlieren. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass Sie jetzt die richtige Entscheidung treffen. Wir glauben, von mir das Finanzteam, dass wir richtige Strategien anbieten können. Wir gehen davon aus, dass wir zwar streckenweise hyperinflationäre, dann wieder deflationäre Tendenzen erleben werden. Dass also die Hyperinflation nicht unbedingt jetzt direkt bevorsteht, sondern dass wir zuvor noch deflationäre Tendenzen in ärgstem Ausmaß erleben werden. Es ist also von allergrößter Bedeutung, dass Sie jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. In diesem Sinne, wir werden Ihnen noch einige Interviews bringen oder beziehungsweise YouTube-Videos bringen mit Anlegestrategien, was Sie jetzt zu tun haben. Beachten Sie darauf und verfolgen Sie unsere weiteren diesbezüglichen Veröffentlichungen ganz genau. In diesem Sinne.